Ja, moin Leute, hier mal vom Acker wieder. Wir sind jetzt hier in Osterwiek auf dem Standort, wo wir Mais hatten vorher und was so wild aussah, wo wir nur 2 Meter Scheibenecke drüber sind und ja, ich hoffe, der Ton ist nicht schlecht, weil ist gerade ganz schön windig. Ja, was ist hier passiert? Hier haben wir nur 2 Meter Scheibenecke und dann haben wir hier direkt reingedrillt und dafür sieht das hier eigentlich tipptopp aus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Klar, die Maisstrunken liegen hier alle oben drauf. Das sieht natürlich im ersten Moment erstmal, ja, was soll ich sagen, gewöhnungsbedürftig aus. Aber der Weizen ist hier top aufgelaufen. Wir haben hier ja schon gespritzt. Und er ist super sauber. Kein Kraut, kein Gras, nichts. Das sieht sehr gut aus. Wir haben ja auch zum Glück in Osterwiek hier keine Probleme mit Ackerfuchsschwanz. Aber in Achim umso mehr, da fahren wir fast um, das ja, ist so. So, hier wieder ein Problem mit unserem GPS. Hier ist wirklich, ich sage jetzt mal, keine 12 cm, sondern 20 Luft. Wenn wir jetzt aber nach ganz hinten runter gucken, gut, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, da geht er wieder zusammen und da unten auch. So. Es ist gerade hier, also das kann ja nicht an der Wasserwaage liegen, dass er jetzt auf einmal hier wieder ranzieht. Also das muss wirklich mit diesem Signal zusammenhängen. Anders kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Aber natürlich werden wir nächstes Jahr vor der nächsten Aussaat, also bei der Rübenaussaat, werden wir auf jeden Fall das ganze Ding nochmal neu kalibrieren. Wird doch nicht anders, das ist, Versuch ist es wert. Sage ich jetzt mal und ja, dann werden wir das nochmal probieren und ja, ich bin aber sehr zufrieden hier, sieht sehr gut aus. Wir haben ja auch nochmal gewalzt, weil hier doch ordentlich große Klumpen waren auf den Köpfen. Steine sammeln müssen wir hier noch. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal hier guckt, wie viel Stroh hier drauf liegt, ne, das ist schon, zum Glück ist es ja nur Silomais, sage ich jetzt mal. Aber bei Körnermeister wäre natürlich noch mehr. Aber das gefällt mir eigentlich ganz gut hier, muss ich sagen. Der ganze Plan ist auch schön aufgelaufen, auch gleichmäßig aufgelaufen. Durch den höheren Schardruck, den wir jetzt gefahren haben, sieht das um einiges besser aus. Ja, das ist hier der Stand. So sieht das aus hier. Ja, wir werden jetzt gleich noch ein paar Kommentare beantworten vom letzten Mal. Unter anderem werde ich noch was sagen zu dem GPS-System, zu den Einstellungen. Wir haben, ich habe das Ding noch mal zu Agravis gebracht, aber dazu gleich mehr. Ja, wir machen jetzt noch ein paar Kommentare. Der Pascal hat geschrieben, super Vlog, mal weiter so, Grüße vom Rübenroder. Es gibt hier 2 Möglichkeiten, entweder es ist jetzt random irgendein Pascal, der irgendwo auf dem Rübenroder sitzt, oder es ist wirklich unser Pascal, der auf unserem Rübenroder sitzt und unsere Rüben rodet. Ja, lieber Pascal, wenn du das hier siehst, dann kommentier doch mal bitte unter deinem Kommentar, ob du wirklich der Pascal bist, der auf unserem Rübenroder sitzt und unsere Rüben rodet. Grüße gehen raus. Der Bernd hat geschrieben, wie düngt ihr eure Kulturen, auch organisch mit Wirtschaftsdünger, sprich Gülle? Gülle so nicht, Substrat ja, von der Biogasanlage haben wir immer vor Mais gemacht, haben wir schon lange nicht mehr, will ich aber wieder hin, sprich eigentlich will ich auch Rindermist haben irgendwo, aber kommen wir ganz schlecht dran, weil hier gibt es einfach kein Viehzeug und ja, so sieht das aus. Bernd, Grüße gehen raus. Bio Funger, oh, neue YouTuber, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, werde ich bei euch auch mal vorbeischauen, was ihr für schöne Videos habt. Ja, lieber Andreas hat geschrieben, hallo, mit dem Novatel RTK habe ich das auch schon gehabt, dass die Spur um 20 cm verschoben ist und bei der nächsten Spur es wieder passt. Ich denke, es liegt am Vorgewinde Bäume, dass das Signal weg. Dann Richtungswechsel und Chaos im Signal, kommt bei mir 3 bis 4 Mal im Jahr vor. Beim 724 Gruß Andreas, ja, Grüße gehen raus. Ja, ist so. Bäume, da kann man einfach nichts für, da kann auch das System nichts für. Wenn das Signal abgeschirmt wird durch die Bäume, dann hat man einfach kein Signal und fertig. Da gibt es ja gar keine Diskussion. Hat nichts mit Anwenderfehler oder sonst was zu tun. Wenn das Signal weg ist, ist es weg. Vollkommen richtig, lieber Andreas. So, nächstes M.S. Was machst du noch beruflich?
das, was du hier erwähnt hast. Ja, ich arbeite 4 Tage die Woche auf unserem Partnerbetrieb. Partnerbetrieb deswegen, wir haben einen Düngerstreuer mit ihm zusammen und er macht für uns den kompletten Mähdrusch in der Ernte. Kommen aber auch noch Videos nächstes Jahr zu, auf jeden Fall. Das sind auch viele Maschinen und viel, viel drumherum. Und Ernte ist ja mein Highlight im Jahr. Da machen wir auch noch Videos auf jeden Fall von. Ja, und dann die 3 Tage, also Freitag, Samstag, Sonntag, bin ich auf meinem Betrieb tätig und das funktioniert noch ganz gut, solange mein Onkel noch viel mitmacht. Aber dann muss man halt gucken. Ne? Ja. So, nächster Kommentar. Valentin, ist ganz einfach, dein Versatz stimmt nicht. Das Vario Guide macht, was es soll. Es ist auch nicht nur vereinzelte Lücke, sondern es gibt fast regelmäßig Lücken und Doppelstellen, je nachdem, in welche Richtung du fährst. Zuerst würde ich auf ebener Fläche die Neigung abnullen. Dann muss entweder der Einbachversatz der Antenne oder der Versatz des Gerätes korrigiert werden. Ersteres findest du heraus, indem du dieselbe Linie auf ebenen Grund in beide Richtungen abfährst und Markierungen an den Außenkanten der Räder machst. Jetzt kommt hier ein Trecker. Will der hier rein? Nee. Oder? Jetzt stehe ich hier schön auf dem Feld. Weg. Nee, er will hier nicht rein. Ja, gut, das habe ich alles verstanden. Muss alles abstecken und hin und her. Vollkommen richtig. Das nächste, was jetzt kommt, also zum nächsten Jahr, wenn wir jetzt Aussaat, wenn wir zur Aussaat wollen, also das nächste wäre die Rübenaussaat, die wir selber machen. Da werde ich jetzt auf jeden Fall alles vorher einmal nullen und das von Anfang an einmal richtig korrigieren. Das Ding war ja bei Agravis, die haben das alles eingestellt. Ich denke mal, eigentlich habe ich mich darauf verlassen, dass das funktioniert. Kann ja auch sein, dass da irgendwie ein Fehler passiert ist, was weiß ich, keine Ahnung, ist ja auch vollkommen Latte. Ich habe mir dann nicht keine Gedanken mehr weiter mitgemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass das alles so hinhaut. So. Weiter geht's. Hab auch Novatel RTK auf meinem 724 und bisher noch keine gravierenden Probleme, Mr. Gary. Auch gerade die letzte Zeit gehabt. Kann ich leider nicht weiterhelfen, aber verstehen kann ich. Man bezahlt Geld dafür und der Empfänger kostet ja auch nicht wenig. Dann muss es auch funktionieren. Vollkommen richtig. Deswegen habe ich mich da auch ein bisschen hintergehängt bei Agravis und erzähle ich gleich noch. Dann hat der Valentin kommentiert, höchstwahrscheinlich kann die Novatel-Antenne am wenigsten dafür. Bei instabilem RTK ist der Fehler eher bei dem Mobilfunk um bei dem Betreiber des Korrekturdienstes zu suchen. Da würde ich als erstes mal ansetzen. Der Versatz ist ganz klar ein Anwenderfehler. Statt selbst zu lenken, muss man nun so etwas eben wissen und können. Braucht alles Erfahrung. Ist jetzt nicht das erste System, was ich einstelle, aber die Erfahrung ist noch nicht so da. Doch, die ist schon da. Ja, Grüße gehen raus auch wieder an Valentin und Mr. Gary. Tobias Schiller, wie ist deine Fruchtfolge und wie viele Bodenpunkte habt ihr? Ja, wir haben hier in Osterwiek, wo wir jetzt gerade stehen, in Sachsen-Anhalt, sind, liegen die Bodenpunkte irgendwie zwischen, ich sage jetzt mal, 60 bis 80 Bodenpunkte. Das ist aber schon hochgegriffen. Also 80 wirklich auf den besten Stellen. In Achim liegen wir zwischen 70 und 100 Bodenpunkte. Bessere Böden. Hier haben wir viel Kiesinseln oder Steininseln, wo im Sommer oder im Frühjahr kein Wasser ist. Das heißt, da vertrocknet viel. Können wir auch, wenn wir auch im Laufe des Jahres hier noch sehen, wir werden hier nochmal hinfahren, wird sich im Frühjahr wahrscheinlich schon zeigen, wenn wir nicht viel Regen haben, dann sieht man hier schon vereinzelt Inseln, die schon vertrocknen und ja, so sieht das aus. Wie ist die Fruchtfolge auf deinem Betrieb? Die Fruchtfolge folgendermaßen, hier in Osterwiek hatten wir mal Weizen, Weizen, Mais, ganz früher nur Mais, also Monokultur. Jetzt machen wir hier Weizen, Weizen, Mais, nächstes Jahr machen wir hier, bringen wir die Tritikale mit rein, da hier der eine Laden, der unseren Mais kauft hier oder die Biogasanlage, die haben auch noch Puten und die brauchen Tritikale und da werden wir direkt verkaufen, also ohne Zwischenhändler direkt an die verkaufen. Ist ein kürzerer Weg für uns, wir brauchen nicht so weit fahren in der Ernte und das wird eigentlich, denke ich mal, super funktionieren. In Achim hatten wir eigentlich immer Weizen, Weizen, Rübe und ab und zu mal einen Raps zwischen, wo es hingepasst hat, auch nicht auf den, früher haben wir nie auf den guten Böden Raps angebaut, das wird sich jetzt ändern. Ich werde den Rübenanbau ein bisschen zurückfahren, den Rapsanbau ein bisschen ausweiten, dass wir eine größere Fruchtfolge kriegen zwischen den wichtigen Früchten. Und ja, solange das noch nicht gekippt ist mit den Stoppelweizen, finde ich es eigentlich so nicht verkehrt. Also, dass wir noch Stoppelweizen anbauen dürfen. Ja, wird sich zeigen in Zukunft. Ich muss mich doch mal wieder reinlesen, weil wird ja gefühlt irgendwie jede Woche irgendwas geändert wieder in den Vorgaben, die wir da haben, und ja, so sieht das erstmal aus.
Ja, Erik hat geschrieben, wir mulchen unsere Maisstoppel komplett, grubbern dann einmal auf 15 bis 20 cm und sehen dann rein. Klappt sehr gut, können wir viel Wasser sparen aufgrund unserer leichten Sandböden. Du machst gute Videos, weiter so. Ja, vielen Dank, Erik. Hat er recht, flache Bodenbearbeitung ist immer gut beim Wassersparen, passt nicht überall hin, aber sehe ich vollkommen ein. Ja, das war der letzte Kommentar. Jetzt gehe ich nochmal drauf ein auf das GPS. Also, wir hatten ja das Problem, dass das RTK-Signal immer weg war und wieder da war. Das heißt, ich bin gefahren Nord-Süd-Richtung, also wenn ich Richtung Norden gefahren bin, war immer schlechter, als wenn ich Richtung Süden gefahren bin. Und die letzten Wochen war es auch wirklich so gewesen, er hat ständig das Signal, das RTK-Signal hat er gesucht. Also er hat gesagt, warte auf Korrektursignal. Und das hat ewig gedauert und es kam einfach nicht. Dann war es da, dann bin ich in eine andere Richtung gefahren, dann war es wieder weg gewesen. Also ein Krampf vorm Herrn, wirklich eine Katastrophe. Und wir haben ja schon die Zugangsdaten geändert, also einen Teil der Zugangsdaten geändert. Hat auch nicht wirklich was gebracht. Ein bisschen ja, dann ging es wieder nicht. Alles scheiße gewesen. Und letzte Woche wollte mein Onkel grubbern und dann ging wieder nichts. Und sag ich, pass auf, nimm den Trecker und fahr nach Agravis hin. Und die haben uns jetzt von einem Vorführtrecker sozusagen die kompletten Zugangsdaten, also das komplette Paket Zugangsdaten technisch, haben wir auf unseren Trecker übertragen. Das heißt, wir haben jetzt bei dem Serverdienst sozusagen, da wo dieses Signal herkommt, einen anderen Briefkasten bekommen. Also einen komplett anderen Briefkasten, den wir halt vorher hatten. Der neue funktioniert jetzt vielleicht. Und mein Onkel hatte 2 Tage gegrubbert und keine Fehler, keine Empfangsprobleme. Wir waren dichter komischerweise am nächsten Funkmast. Keine Ahnung, was das liegt. Das wurde jetzt auf einmal alles umgestellt jetzt. Es funktioniert viel besser. Er fährt raus aus der Scheune, hat sofort vollen Signal. Alles ist da. Er verliert kein Signal mehr, keine Signalverzögerung mehr. Das war das nächste Problem. Es war ja wirklich, RTK soll ja maximal irgendwie 1-2 Sekunden und dann muss ja das Signal da sein vom Korrekturdienst, dass er wirklich diese Spur immer hält, die genaue. Und das haben wir gemacht. Oder das hat er jetzt gemacht. Vorher war es ja wirklich so, dass er 1, 2, 3, 4, 10 Sekunden, 15 Sekunden gebraucht hat, bis er wieder das bekommen hat. Und das war einfach ein Krampf. Ich habe schon immer gedacht, es liegt am Vodafone-Dienst, aber Vodafone-Abdeckung 2G ist bei uns überall. Kann man hier im Internet auch gucken. Daran lag es nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt alles einmal neu. Also es war ja wirklich so, du bist gefahren und du bist hinten angekommen und er hatte kein Signal mehr. Das war alles scheiße. Dann bist du runtergefahren, dann hast du wieder einen Versatz drin gehabt und es war ein Krampf vom Herrn. Und ich hoffe jetzt, wenn das jetzt funktioniert, werden wir das jetzt nochmal alles im Winter einmal nullen. Also diese komplette Fendt-Mimik da im Dach, also die komplette Wasserwaage wird genullt, dass wir jetzt einmal alles resettet, sodass wir wirklich auf den Punkt sozusagen genau das alles passt. Weil wenn die Wasserwaage um ein Stück nicht passt, dann lenkt er am Berg in die eine Richtung anders hoch als in die andere Richtung und das funktioniert alles nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal von Agravis her top gelaufen. Die haben sofort einen anderen Zugangsdaten für uns bereitgestellt von dem anderen Trecker und seitdem läuft's. Und wir werden im Frühjahr sehen, ob wir immer noch Probleme haben oder nicht. Klar, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal die ganzen Einstellungen an der Drillmaschine, also wie weit die nach rechts und links laufen soll, werde ich nochmal prüfen und dann gucken wir mal. Aber dieser Versatz, der drin ist, wenn da mal auf dem Acker dreimal so ein 20 cm Streifen ist, dann ist das so. Das ist mir eigentlich vollkommen lax. Mir geht es einfach nur darum, dass dieses scheiß Signal nicht ständig weg ist. Weil wenn es komplett ausfällt, dann kannst du nicht mehr einen Lenkertrecker nicht mehr. Und dann hast du da einen Schnörkel drin und dann bist du wieder empfangen hat. Alles Müll. So, ja, mehr gibt es heute nicht zu sagen. Der Vlog war heute vielleicht ein bisschen langweiliger. Nächstes Mal gucken, was wir machen. Vielleicht machen wir nächstes Mal eine kleine Hoftour und gucken uns den Hof an. Ja, so ist der Stand. Wie gesagt, die Woche nicht viel passiert. Ein bisschen gegrubbert, ein bisschen was gespritzt nach den letzten Weizen. Montag, Dienstag kommt mein Rübenruder für die letzten Rüben, wo jetzt Mais nächstes Jahr hinkommt. Ja, so sieht das aus. Gibt eigentlich nichts mehr Neues. Nö. Na gut, alles klar. Alle Leute, die das jetzt gucken hier, Kanal abonnieren. Die Glocke abonnieren, dass ihr nichts verpasst. Kommentare schreiben ganz viele. Das ist ganz wichtig. Macht mir viel Spaß, die zu beantworten. Dass man sich mehr austauschen kann. Ja, und an die Leute, die das Video hier gucken und keine Abonnement da lassen, ist sehr schade. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen mehr mich unterstützt.
und ordentlich abonniert. Das wäre nett. Alles klar. Bis dahin, bis zum nächsten Vlog.